Guten Morgen, ihr Lieben, beziehungsweise oder besser gesagt, guten Mittag. Wir haben bereits kurz vor 12 Uhr. Nach längerem Suchen habe ich gestern Abend das gefunden, wo ich jetzt mich gerade befinde. Und zwar ist das ein Appartamento. Ja, und dort habe ich einen Raum mit 4 Stockbetten, ein Badezimmer und so eine Art Außenterrasse. Und hier ist noch eine Gemeinschaftsküche für alle. Und auf der anderen Seite sind auch noch mal 2 Räume mit mehreren Betten und dort leben auch noch Menschen. Ja, ich habe tierischen Hunger. Ich habe bis jetzt eine Banane gegessen. Ich war jetzt gerade beim Mercadona. Das ist so eine Art Supermercado und habe dort ein kleines bisschen was eingekauft. Moment. Einige Bananen. Ein Haferdrink. Hatte ich jetzt schon länger nicht mehr. 2 Orangen. Ja, aber sehr, sehr teuer dort. Das Kilo Bananen 1,49. Gut, der vegane Drink, der war günstig, 1,19, da kann man nicht meckern. Und die Orangen, das Kilo über 2 Euro. Krass. Ja. Ach so, und dann habe ich noch, voll geil, mir ein Paket Spinat gekauft. Zwar verpackt, ich weiß, das ist nicht so gesund und Plastik halt, ne, aber es gab ihn nicht lose im Ganzen, aber ich freue mich total darüber. Ich habe schon ewig keinen Spinat mehr gegessen. Voll geil. Ja. Und in diesem Haus gibt es auch einen Smoothie Maker. Zwar ohne Deckel. Ja, aber die nette Dame hier meinte, ich soll da einfach einen Teller drauflegen. Und dann funktioniert das auch. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, und genau, ich mache mir jetzt einen Smoothie mit einer Orange, ein paar Bananen, bisschen Spinat und Datteln. Ich hatte ja mir einige Datteln geholt in Santiago, in dem Park Las Heras. Und die hatte ich einfach in eine Stofftasche gegeben und immer in die Sonne gehängt. So, und das ist ja noch nicht so lange her. Ja, und die sind schon mehr oder weniger reif. Schau mal. Ja, die sind halt jetzt ein bisschen vermatscht vom Transport. Vor allem habe ich eine Flasche Öl in meinem Rucksack und da ist leider einiges von ausgeschüttet. Jo, dementsprechend sieht jetzt die Stofftasche aus, aber egal. Kann man trotzdem noch essen. Dann habe ich noch ein paar gekaufte Datteln von Santiago. Ja. Die mische ich mir dann auch noch. Ja, ich bin immer noch oder ja völlig K.O. Bin erst um 3 Uhr eingeschlafen. Bis ich hier war, hatten wir 12 Uhr, glaube ich, oder 1, weiß gar nicht mehr. Und bin noch viel gelaufen mit meinem schweren Gepäck, obwohl ich diesmal deutlich weniger habe, keine Extratasche mehr. Aber ja, mir tut alles weh, Muskelkater in jedem Muskel. zumindest habe ich dann, bin ich so um 3 Uhr circa eingeschlafen, bin aber mehrmals in der Nacht wach geworden und habe dann geschlafen bis um 9 Uhr, glaube ich, ja. Das ist alles völlig durcheinander momentan. Okay, gut, dieses Appartamento ist auch nicht günstig. Kostet mich jetzt die Übernachtung hier 25 Euro. Gut, ich wurde auch hier hingebracht von jemandem, das war ein Preis mit inbegriffen, aber trotzdem finde ich es schon heftig. Ja, aber mit Zelt aufbauen, das hätte ich gar nicht mehr gepackt gestern Abend. Erstens war ich viel zu K.O. und das ist auch ganz schwierig hier in, also ich bin hier in Los Cristianos, ist ganz schwierig hier da irgendwo einen Platz zu finden. Und auch gefährlich teilweise, denke ich. Jo. Und die Guardia, die sieht man hier mehrmals am Tag überall rumdüsen.
Und als ich eben zum Mercadona gelaufen bin, musste ich über, also eine Brücke überqueren und darunter war eine, ist die, oder ist die Autobahn. Voll krass. Ja, seit knapp 2 Jahren habe ich keine Autobahn mehr gesehen. Ich bin total geflasht von dieser Riesenstadt hier. Also für mich ist das hier eine Großstadt. Menschen ohne Ende, Autos ohne Ende, Straßen ohne Ende, Häuser ohne Ende. Hilfe. Ja, also nicht das, was ich unbedingt brauche oder möchte, aber ich bin trotzdem glücklich und dankbar, dass ich jetzt hier bin, dass ich gut angekommen bin und vor allem, dass ich mich jetzt hier mal ein bisschen ausruhen kann. Ich hatte mich vor, eventuell noch 1-2 Tage länger zu bleiben, auch wenn es so teuer ist. Ja, weil ich bin auf Deutsch gesagt im Arsch. Ja, ihr Lieben. Später suche ich hier noch nach einer Bar, möglichst direkt am Meer. Werde dann dort was trinken. Und weil eigentlich hat es hier im Haus auch Wi-Fi, also Internet, aber es funktioniert im Moment nicht, leider. Sonst hätte ich es gratis nutzen können. Aber zumindest kann ich hier meine Sachen laden, das ist schon mal super. Ja, und ja, dann werde ich halt dort was trinken. Und dann schauen, dass ich dort dieses Video und noch 1-2 kleinere Videos von der Fahrt auf der Fähre, die habe ich, das war gestern Abend zu spät, dann noch für dich hochzuladen. Okay? Ja. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Hoffe, dir geht's gut. Jo, und dann sag ich mal, bis denne. Ciao.